willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. In diesem Video, Leute, gibt es Wunschideen. Und ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und ich dachte mal, heute mache ich jetzt einfach so ein Video, wo ich euch einfach Ideen gebe, was ihr euch wünschen könnt, wenn ihr keine Ahnung habt. Und genau, auch wenn ihr jetzt vor Weihnachten Geburtstag habt oder generell, wenn ihr einfach Geburtstag habt, ist dieses Video genau richtig. Weil ich gebe euch ja Ideen, was ihr euch wünschen könnt, wenn ihr keine Ahnung habt. Und ja, Leute, viel Spaß beim Video. So Leute, kommen wir zu der ersten Kategorie elektronische Geräte. Was ihr euch da immer wünschen könntet, wäre ein neues Handy oder eine Handyhülle. Dann einmal eine Apple Watch, ein iPad und dazu ein Apple Pencil und zu dem iPad noch eine iPad-Hülle. Dann Kopfhörer, AirPods mit AirPod Case, dann die AirPod Max, dann ein Sternlichtprojektor, habe ich im Hintergrund übrigens an, Leute, ist mega, mega schön. Dann Lichterketten, ein Fernseher, wenn ihr keinen habt, LEDs, Gaming-PC, Monitor, Mauspad, Gaming-Tastatur, Gaming-Maus, Headset dazu, also ein ganzes Setup eben, eine PS5, ein neuer Controller dazu, vielleicht ein Nintendo und Spiele dazu und eine Alexa. So Leute, nächste Kategorie wäre dann Haarprodukte. Da könntet ihr euch einmal einen Lockenstab wünschen, ein Glätteisen, ein Föhn oder von Dyson irgendwas. Dann von Got2b das Haargel. Got2b Sprühkleber, von L'Oréal Paris eine Spülung plus Shampoo. Dann Trockenshampoo von Got2b ist mega mega gut, auch gerade voll im Hype auf TikTok, Leute, ist mega mega gut, habe ich auch probiert. Eine Haarnudel, das macht ihr euch dann so um die Haare und ja, einfach über die Nacht drin lassen und dann habt ihr so schöne Wellen am nächsten Tag. Eine Sleep-Zopfbürste, dann Haarspray, Haaröl, Haarkur, Haarmaske. Haarparfüm von Nihan, gibt es bei DM, Leute, für 3,95 €, ist mega, mega gutes Parfüm, riecht mega, mega gut. Dann Haargummis, Haarklammern und ein Duttkissen für einen Siegzopfen zum Beispiel. Nächste Kategorie wäre dann einmal Deko, da könntet ihr euch einmal Kunstefeu wünschen. Ich habe da im Hintergrund überall Kunstefeu hängen, ist mega, mega schön, Leute, macht das Zimmer einfach schöner. Und ja, dann könntet ihr euch einmal Bilder für eine Wandcollage holen, gibt es auf Amazon, dann könnt ihr euch so, glaube ich, 50 Bilder holen für 10 € oder so. Und euer Zimmer einfach so dekorieren. Dann künstliche Pflanzen einfach, falls eure, also bei mir sterben halt meine Pflanzen immer, Leute. Also ich tue halt meine Pflanzen nie gießen, deswegen, ja, sind künstliche Pflanzen eben praktischer. Dann so richtig schöne Vasen, Leute, gibt es für Blumen. Dann ein kuscheliger Teppich, Leute, immer gut. Eine Unterlage für Parfüm, Duftkerzen, Organizer für Skincare-Produkte, Organizer für die Schubladen, für euer Make-up. Dann Make-up-Organizer, das könnt ihr auf eurem Tisch einfach irgendwo hinstellen und ja, dann habt ihr euer ganzes Make-up in den Organizern schön hingerichtet. Dann Schmuck-Organizer, Leute, ist auch mega, mega schön. Oder so Uhr-Organizer, könnt ihr auch Uhren dran machen. Dann ein neuer Bettbezug, Leute, passend zu eurem Zimmer eben, was euch halt so gefällt und passende Kissen dazu. Ich habe das Ganze bei mir jetzt einfach grau gestaltet und ja, passt eben auch zu meinem Zimmer und sowas. Bilderrahmen für euer Zimmer. Ein Spiegel, ich wünsche mir jetzt zum Beispiel diesen Hollywood-Spiegel, Leute. Und so ein Moskitonetz, das also heißt jetzt so, aber das ist mega, mega schön, könnt ihr um euer Bett machen, Leute, und es sieht richtig schön aus. Dann Kakteen, Leute, also Pflanzen. Und ein Salzstein, der leuchtet. Süßes Kuschmalus für euer Bett auch. Und ja, weiter geht's mit der Kategorie Klamotten. Da könnt ihr euch einmal Nike Dunks wünschen. Jordans, John 1er eben. John 4er, Air Force in Weiß und Air Force in Schwarz. Dann High Heels für einen besonderen Tag eben. Boots von Axe. Die sind ja auch gerade vor allem Hype auf TikTok und so, Leute. Und die sind auch mega, mega schön. Dann Tops von Shein, Leute. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die sind mega, mega schön, Leute. Da werde ich mir auch bald welche bestellen und einen großen Haul hier auf YouTube machen. Dann Mantel oder Ledermantel. Gibt es bei New Yorker, Leute. Richtig, richtig schön. Dann Cardigans, Leute, gibt es auf Shein auch richtig, richtig schöne Auswahlen, auch von den Farben her und so. Dann Zweiteiler von Shein, Leute, gibt es auch richtig, richtig schöne. Zweiteiler von Amazon, Leute, gibt es auch mega, mega schöne. Dann neue Hosen, so Baggy Jeans oder Skinny Jeans, Schlaghosen, je nachdem, was man halt gerne trägt. Dann Jogginghosen, wo unten so breit sind, Leute, also eben nicht so Jogginghosen, die wie bei mir hier so halt... So, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Leute. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sondern so Jogginghosen einfach, die unten dann breit sind, wie so eine Baggy Jeans. Dann so generell einfach auch Jogginghosen, die ein bisschen teurer sind von Nike oder Jordan.
Dann eine Adidas-Hose, Leute, finde ich auch mega, mega schön. Gibt es bei Zalando. Dann Nike oder Jordan-Socken, Kuschelsocken, Schlafhosen, Leute. Wenn ihr auch so Schlafhosen liebt oder auch Hello Kitty mögt, dann könnt ihr gerne bei AliExpress vorbeischauen, Leute. Da gibt es so süße Schlafhosen, das sind nur 10 Euro, Leute. Und ja, empfehle ich euch auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen, Leute. Da gibt es so krasse, coole Sachen. Dann irgendwelche Pullover, Leute, könnt ihr euch auch wünschen. So von Nike, Jordan, Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger und ja, Victoria's Secret Pyjama. Weiter geht's mit der Kategorie Beauty, Leute. Da könnte ich einmal Parfüm wünschen, euer Lieblingsparfüm vielleicht nochmal wünschen oder so. Meine Beispiele wären jetzt so Dior, Victoria's Secret oder Gucci. Das sind jetzt meine Favorites und so. Und ja, dann könnt ihr euch eine Kosmetiktasche wünschen. Lashes von Shein, Leute, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, von Shein, Leute, sind die Lashes am besten und auch richtig, richtig günstig. Und genau, Skincare-Produkte von No Cosmetics zum Beispiel. High-End-Make-up, Leute, also halt teureres Make-up, zum Beispiel von Dior, Charlotte Tilbury und Chanel und so weiter eben. Von Dior kann ich euch zum Beispiel jetzt die Mascara in Schwarz empfehlen und ein Lip Oil könnt ihr euch kaufen. Also ich finde die Lip Oils mega, mega schön, auch vom Design her und so. Und Concealer und den Huda Blush von Dior finde ich auch mega, mega schön, aber er ist auch nicht so pigmentiert, Leute, deswegen müsst ihr einfach gucken, ob ihr mehr Pigmentierung mögt oder halt eben nicht. Von Charlotte Tilbury, Leute, würde ich euch den Flawless Filter empfehlen und den Blush Stick und den Contour Stick. Dann würde ich vielleicht eine neue Wimpernzange holen, wenn jetzt eine kaputt gegangen ist oder ja, irgendwie so. Oder wenn ihr anfangen wollt, euch zu schminken, dann holt euch auf jeden Fall eine Wimpernzange, Leute, für eure Wimpern. Dann Beauty Blender, Make-up Pinsel, Primer, Setting Spray, Fixing Spray. Weiter geht's mit der Kategorie Basic. Da könnt ihr euch einfach Gutscheine wünschen, zum Beispiel einen Kinogutschein, Müller-Gutschein, DM-Gutschein, Douglas-Gutschein, Zalando-Gutschein, Gutschein für Nägel machen oder einfach Geld. Weiter mit der Kategorie Snacks. Da könnt ihr euch einmal Schokolade wünschen, Takis, Oberperlen. Könnt ihr auf Amazon bestellen, Leute. Also wenn ihr gerne Bubble Tea trinkt, dann könnt ihr vielleicht auch mal Bubble Tea zu Hause selber machen und eben Oberperlen auf Amazon bestellen. Empfehle ich euch auf jeden Fall die Sorte Erdbeere und Pfirsich. Dann amerikanische Süßigkeiten. Auf Amazon gibt es immer so amerikanische Süßigkeitenpakete. Und ja, könnt ihr auch gerne mal probieren und euch eben wünschen. Japanische Süßigkeiten gibt es ebenfalls auf Amazon. Dann eben Ramen, Leute. Ich finde diese pinken Ramen mit Carbonara-Soße mega, mega geil. Dann einfach ein Energy, Red Bull oder so, könnt ihr euch auch wünschen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit Freunden Geschenke macht, dann könnt ihr euch Red Bull da wünschen. Dann Accessoires, Leute, so zu den Klamotten-Accessoires eben. So eine Umhängetasche von Nike oder Ohrenwärmer, Mütze, Schal, Handschuhe. Dann eine Handytasche, teure Handtaschen, zum Beispiel von Guess, Versace, Gucci und Louis Vuitton. Und ich glaube, Louis Vuitton wäre ein bisschen zu teuer, Leute, aber ja, es gibt ja auch so Fake-Versionen und sowas. Könnt ihr euch auch holen. Dann Geldbeutel, Leute, kann man immer gebrauchen. Dann irgendwie eine Kette, Armband, Ringe, Fußkette, Haarklammer. Oder Leute, von Pandora könnt ihr auch Ringe holen, auch Armbänder, Ketten, Ohrringe. Und da gibt es auch Sets, wo ihr Ohrringe, Ringe und eine Kette bekommt. Dann eine Armbanduhr von Michael Kors, Versace oder von Just Cavalli. Weiter geht's mit der Kategorie Schreibwaren zum Lernen und sowas. Da könnt ihr euch einmal so Ästhetik-Textmarker holen, Leute. Dann so Ästhetik-Stifte zum Schreiben eben. So Kulis gibt's richtig schön auf Amazon, Leute. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, einfach mal nach Ästhetik-Stiften suchen. Dann so Bullet Journal, da könnt ihr so selber vielleicht ein Hausaufgabenheft führen oder ja, könnt ihr einfach mal Inspiration auch suchen, auf Pinterest zum Beispiel. Dann Ästhetik-Notizbücher, Organizer für Stifte oder für Hefte, Post-its, ein Locher und ein Tacker kann man immer gebrauchen am Schreibtisch und vielleicht einen neuen Schuhranzen und einen Buchständer, Leute. Ist auf jeden Fall auch richtig praktisch, weil nimmt auch nicht so viel Platz weg und könnt ihr sogar auch in die Schule mitnehmen und das nimmt euch dann auch nicht so viel Platz weg auf eurem Tisch. Und zur letzten Kategorie, Leute, kommen wir zum Möbeln. Da könnt ihr auch einen Schreibtisch euch einen neuen wünschen oder einen Schminktisch. Ein Bett, Leute, mit LEDs zum Beispiel. Finde ich auch mega, mega schön. Dann Regal, zum Beispiel das hier im Hintergrund, Leute, könnt ihr euch wünschen.
ein Gaming-Stuhl eben fürs Zocken oder ein Stuhl auch für Schminktisch. Das wünsche ich mir zum Beispiel auch. Und ja, Leute, das war's mit meinen ganzen Wunschideen für euch. Und genau, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen helfen mit euren Wünschen. Und ich hoffe, ihr habt doch jetzt ein paar Wünsche für Weihnachten oder für euren Geburtstag. Und ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bye bye, habt euch lieb.